der Mitte Klose und Özil. Da wäre mehr drin gewesen für Podolski. Dzeko. Bei uns nicht angekommen. In dieser Anfangsphase wird deutlich, dass die Bosnier sich genauso sortieren taktisch, wie es auch die Deutschen tun. Ibisevic, Pjanic und Badstuber. Sehr gut. Also Bosnien in der Taktik, in der wir viele WM-Teams erwarten dürfen, mit vier Verteidigern, zwei defensiven Mittelfeldspielern, dann eine offensive Dreierkette Mittelfeld davor und nur ein Stürmer in den Dzeko. Genauso ist auch die deutsche Mannschaft sortiert. Gute Hereingabe, Dzeko einschussbereit und Badstuber im richtigen Moment da. Macht erst sein zweites Länderspiel, der 21-jährige Bayer. Und Ausflüge von Schweinsteiger und Khedira haben wir bisher auch kaum gesehen. Khedira, der sich jetzt mal vorsichtig nach vorne gewagt hat. Die beiden müssen es ja im Wechsel machen. Das wird fair zugehen. Salihovic. Dzeko. Pjanic, schöner Ball auf Edin Dzeko. Und alles ist passiert in der 15. Minute. Und wir müssen genau hingucken, ob es sogar ein Eigentor von Philipp Lahm war. Jahic, dann Pjanic und dann schießt der Lahm den Dzeko an und wenig Erfahrung, aber viel jugendliche Begeisterungsfähigkeit in dieser Mannschaft. Und es wird interessant sein für Joachim Löw jetzt zu beobachten, wie das Team reagiert. Ecke Pjanic. Podolski. Sie suchen Klose, sie finden ihn noch nicht. Misimovic. Dzeko. Pjanic. Wieder Pjanic und Neuer. Da war es dazwischen. Podolski, Özil. Die Aktivposten im deutschen Angriffsspiel. Der allerdings im Nationaltrikot jedes Mal aufblüht, auch heute wieder, sieht man ihm die Spielfreude an und er hätte ja auch fast eingenetzt, aber leider nur die Lampe getroffen in der Anfangsphase. Özil.
Situation toll umgesetzt hat. Das waren nur leider nicht die Deutschen, sondern die Mannschaft von Bosnien und Herzegowina. Mertesacker wieder so ein Abspielfehler im Aufbau. Und dann ist in seinem Rücken Pjanic weg. Und Neuer da. Pjanic erobert den Ball gegen Özil. Mit 1-0 vorne. Nach dem glücklichen Tor durch Edin Dzeko angeschossen vom neuen Kapitän von Philipp Lahm. Jetzt nochmal Khedira. Chancen waren genug da. Nach einigen Mühen im Spielaufbau. Bei den Bosniern zunächst keine weitere Veränderung erkennbar. Ivicic, Jerko, Bartstuber, Podolski. Das war nicht so clever, sich dagegen drei durchsetzen zu wollen. So, und Kakao, der da Pjanic verfolgt, ist derjenige gewesen, der an beiden Aktionen entscheidend beteiligt war. Heimic, Pjanic. Beste Mann von Lyon mit Vesimovic. Schöner Pass auf den aufgerückten Saljovic. Pjanic. Saljovic bleibt Sieger. Marin hat es nicht leicht, denn gerade nach seiner Einwechslung wurde er von den bosnischen Fans zunächst bei jeder Ballberührung ausgepfiffen, weil er eben nicht den Weg gegangen ist, den viele auf der bosnischen Seite gegangen sind. Ivicic. Pjanic und Manuel Neuer. Kaski, Gomez. Kakao, klasse.